Hallo und willkommen zu dieser Ausgabe von Interview. Bei uns ist der legendäre Filmmusikkomponist und außergewöhnliche Musiker Hans Zimmer. Hans, danke, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich, hier zu sein. Sie haben an über 150 Filmen mitgearbeitet, wenn nicht sogar mehr. Sie haben bestimmt die ein oder andere Geschichte zu erzählen. Das habe ich wahrscheinlich, aber wissen Sie was? Ich zähle nie, wie viele Filme ich gemacht habe. Ich frage immer, wirklich? Aber ja, es war ein bewegtes Leben bisher. Was war für Sie die größte Herausforderung bei der Arbeit an einem Film? Jeder Einzelne. Denn das Problem ist ja, du sagst ja und bist ganz aufgeregt. Und dann gehst du nach Hause und plötzlich ist da diese leere Seite. Und je mehr man macht, weil jeder natürlich etwas Neues will, desto leerer wirkt sie. Es starrt dich einfach an und quält dich. Die Möglichkeiten, die Geschichten, die Reisen, auf die ich gehen konnte, die Menschen, die ich treffen konnte, die Leute, mit denen ich arbeiten konnte, die Musiker, die mit mir spielen. Ich meine, zum Beispiel wie diese Tour. Da sind Lisa Gerrard von Gladiator oder Dead Can Dance. Da ist Lebo, die Stimme des Königs der Löwen. Da ist mein Lieblingsgitarrist Guthrie Govan. Und Johnny Marr kann jede Sekunde auftauchen. Sie kommen nach Dubai für die Hans Zimmer Live on Stage Show. Was erwartet die Fans? Was gibt es zu sehen? Naja, Chaos. Nein, es wird immer ein bisschen anders sein. Eines meiner Probleme war schon immer, wenn man mir sagt, was ich tun soll, mache ich das Gegenteil. Und eines der Dinge, die uns am Anfang gesagt wurden, ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums heutzutage sehr, sehr kurz ist. Mach nichts Langes. Aber Pirates ist zum Beispiel 14 Minuten lang. Dark Knight ist 22 Minuten. Das sind schon dicke Brocken. Und ich habe gerade eine super Gruppe. Ich meine, ich habe wahrscheinlich die besten Musiker, die je jemand hatte. Und dann ist da noch der bemerkenswerte John Featherston, unser Lichtdesigner. Das ist also der eine Teil. Der andere Teil ist, dass ich alles, was auf mich zukommt, wie eine große Dinnerparty behandle. Als wäre alles nur ein kleines Gespräch. Eine nette, intime Show vor wie viel tausend Leuten? Ich weiß nicht. Zwischen 12 und 20.000 Leute. Ich denke, so muss man es letztendlich machen. Im Grunde einfach mehr Geschichten erzählen. Drei Golden Globes, 4 Grammys, 2 Oscars. Der erste war für König der Löwen, der zweite für Dune, der hier ganz in der Nähe in den Vereinigten Arabischen Emiraten gedreht wurde. Genau, er wird gerade jetzt gedreht. Ich meine, ja, es ist noch früh. Sie sind noch dabei, ja. Machen Sie auch die Fortsetzung? Ich sollte jetzt gerade dort sein. Taxi für Hans. Taxi für Hans. Genau, genau. Taxi für mich? Nein, nein. Ich meine, es ist so ein leidenschaftliches Projekt, wissen Sie. Und Denis Villeneuve ist nicht nur ein bemerkenswerter Regisseur mit einer bemerkenswerten... Ja, also Regisseure kommen immer mit viel Fantasie, mit großen Plänen. Sie verführen einen dazu, etwas zu tun. Sie haben diese erstaunlichen Ideen, wissen Sie? Aber die Sache mit Denis ist, dass er dabei obendrein gutmütig ist. Und deswegen ist es eine so tolle Produktion. Und irgendwie schafft er es, die Menschlichkeit in einem großen Herzen zu bewahren. Ich kann mir vorstellen, dass Sie durch Ihre Arbeit einige unglaubliche Freundschaften geschlossen haben. Ein anderer Regisseur ist der große Ridley Scott. Sie haben an mehreren Projekten gemeinsam gearbeitet. Wie lief die Zusammenarbeit? Springt die Kreativität von einem auf den anderen über und Sie geben sich gegenseitig Ideen? Ja, sehr viel sogar. Er ist zuallererst ein Künstler und so antwortet er auch auf andere Künstler. Er lässt mich eigentlich einfach machen, was ich will. Die Arbeit, die wir zusammen gemacht haben, ist so vielfältig. Wissen Sie, Thelma und Louise war ganz anders als Black Hawk Down und ganz anders als Hannibal und wieder ganz anders als Gladiator. Aber es ist dieses ständige, lass uns etwas Neues ausprobieren, lass uns schauen, ob es funktioniert. Und manchmal funktioniert es nicht. Wissen Sie, auch das gab es schon. Sie sind Autodidakt, glaube ich. Sie hatten als Kind etwa 2 Wochen Klavierunterricht? Bitte nennen Sie mich nicht Autodidakt. Ich hatte 2 Wochen Klavierunterricht. Die zählen auch.
War es die Disziplin, die Ihnen nicht gefiel? Warum haben Sie nicht weitergemacht? Nein, nein, ich kann Ihnen sagen, warum. Es ist fast ein bisschen blöd, aber so sind Kinder. Ich war 6 Jahre alt und meine Mutter sagte, willst du einen Klavierlehrer? Und ich dachte, er bringt mir bei, wie ich die Musik in meinem Kopf in meine Finger bekomme. Aber sie bringen dir Tonleitern und die Musik anderer Leute bei. Ich wollte nicht die Musik von anderen Leuten spielen. Sie waren in einer Rockband, nicht wahr? Und haben mit Trevor Horn und den Buggles gespielt. Video Killed the Radio Star. Wissen Sie, das war meine erste Platte überhaupt. Wirklich? Oh, ich danke vielmals. Das erste Video auf MTV. Ich weiß, genau. Sie sagten einmal, dass die Arbeit an David Attenborough's Planet Earth Ihr Leben verändert hat. Das ist das Wichtigste, an dem ich arbeite. Weil es echt ist. Ich komme buchstäblich gerade aus der Antarktis. Man sieht, wie sie sich verändert. Und ich denke, was David macht und mein kleines bisschen Zutun, erinnert uns daran, dass wir eigentlich diesen Planeten, den wir teilen, dass wir in ihn verliebt sein sollten. Deswegen ist es schon irgendwie wirklich wichtig. Sie sind in Deutschland geboren und im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen, in einer jüdischen Familie. Wie hat das Ihre Sichtweise verändert, Sie beeinflusst? Wir haben nie darüber gesprochen. 2001 oder so war ich in Berlin bei den Filmfestspielen für Der schmale Grat und da lief auch ein anderer Film über den Holocaust. Und die Journalisten fragten, warum ist es wichtig, über dieses Thema zu sprechen? Und ich saß neben Renée Firestone, die im Alter von 14 aus Auschwitz entkam. Ich meine, ich war umgeben von Menschen, die zum ersten Mal nach Deutschland zurückgekommen waren und ich hatte Angst. Und ich sagte, nun, ich habe eine seltsame Beziehung zu diesem Land. Wissen Sie, ich stamme aus einer jüdischen Familie. Meine Mutter floh nach England. Meine Mutter hatte noch einen englischen Pass. Und als ich das sagte, dachte ich plötzlich, oh mein Gott, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich habe meine Familie geoutet und ich bekam eine Panikattacke. Und ich erinnere mich an Renée Firestone, die Auschwitz-Überlebende. Sie griff unter dem Tisch nach meiner Hand, weil sie merkte, dass ich einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. Ich stand vom Tisch auf, holte das Telefon, rief meine Mutter an und sagte, ich habe etwas wirklich Schreckliches getan. Ich habe es allen erzählt. Es gab eine lange Pause und dann sagte sie, ich bin wirklich stolz auf dich. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass sie gesagt hat, dass sie stolz auf mich war. Ich bin mir sicher, dass sie tief im Innern sehr stolz auf sie war. Ja, aber das hat sie nie gesagt. Wie hat sich die Branche Ihrer Meinung nach verändert? Denn der technologische Fortschritt hat eindeutig einen großen Einfluss auf jeden Aspekt der Branche. Das stimmt, aber irgendwie ist es auch immer noch das Gleiche. Wir versuchen, Geschichten zu finden, die uns bewegen. Wir versuchen, etwas zu finden, das uns eine Erfahrung vermittelt. Wir versuchen, Erlebnisse zu verbessern. Wir versuchen, die Dinge fassbar zu machen. Ich meine, Sie nehmen ja auch mit Digitalkameras auf. Das schafft man schon. Man ist schneller bereit, man kann den Moment einfangen, die Magie einfangen. Und es ist einfach magisch, wenn man den Moment einfängt. Das ist fantastisch. Was ist das Seltsamste, was Sie jemals tun mussten, um einen Sound zu schaffen? Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge Dinge. Ich meine, der Sound, den der Joker in The Dark Knight hat, der ist sehr schön. Es war wie ein endloses Experiment und Christopher Nolan war immer noch dabei, den Film fertigzustellen und er reiste von L.A. nach Hongkong und von Hongkong nach London, um den Film fertig zu machen. Also habe ich ihm einen iPod gekauft und ich habe all diese Ideen aufgeschrieben und zu ihm gesagt, na, was meinst du, Chris? Und er sagte, es hat mich nicht zu einem besseren Menschen gemacht. Wissen Sie, das war schon echt krass. Hans, ich könnte mich den ganzen Tag mit Ihnen unterhalten, aber ich weiß, Sie haben eine Reservierung für ein Abendessen. Deswegen vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Interview waren. Danke, dass ich dabei sein durfte. Schön, Sie zu sehen.